Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei Ihrem BLK-TV. Ja, im Rahmen unserer Gesprächsreihe Auf ein Wort stellen wir Ihnen heute Veit Richter, einen weiteren Kandidaten vor, der sich am 24. April zur Wahl des Oberbürgermeisters stellt. Veit, wir bleiben beim Du und gleich für Sie, liebe Zuschauer, wir kennen uns schon viele Jahre. Und wollen jetzt nicht mit per Sie anfangen. Weil du hast ja diese Entscheidung getroffen, dich zur Wahl zu stellen. Wie ist es dazu gekommen? Was hat dich dazu bewogen? Ja, das war keine Entscheidung, die von jetzt auf gleich gefallen ist. Das war also ein längerer Prozess. Man geht in den Supermarkt, man geht in die Tankstelle, in den Dönerladen, man wird darauf angesprochen. Man ist, ja, ich bin mittlerweile knapp 10 Jahre im Stadtrat. Man sieht die ganzen Prozesse. Was so gelaufen ist, man weiß, was denn zukünftig laufen soll. Ja, ich möchte die Stadt mit verändern. Ich habe viele, viele Themen, die ich ansprechen möchte. Ich habe viele, viele konkrete Vorstellungen, was ich verändern möchte. Ja, und schlussendlich habe ich mich mit meiner Familie auseinandergesetzt am Tisch. Das ist keine Entscheidung, die nur ich gefallen habe. Ohne meine Frau und meine Kinder ginge das gar nicht. Ja, und da haben wir gesagt, du versuchst es, du kandidierst und so ist es dann gekommen. Du warst ja die ganze Zeit bei der Polizei und da werden dich auch viele davon kennen, tätig. Ja, warst eigentlich immer mittendrin in dem ganzen Geschehen. Was ist. Ist es dir denn leicht gefallen, jetzt die Polizei, wenn es dann so ist, wenn es dann, ja, wenn du die Wahl gewinnen solltest, die Polizei zu verlassen? Also ganz ehrlich, leicht fällt es mir nicht. Ich liebe meinen Job. Es ist ein Job, wo man mit unwahrscheinlich vielen Menschen zu tun hat. Er ist unwahrscheinlich abwechslungsreich. Auch das Themengebiet, was ich habe, das ist wunderschön. Ich habe nette Kollegen. Aber dennoch, auch dieses Amt des Oberbürgermeisters, die Verantwortung, die damit zu übernehmen ist, die reizt mich sehr. Und ich bin bereit. Und schlussendlich habe ich mich entschieden. Ich werfe meinen Hut in den Ring. Und deswegen bleibe ich bei meiner Entscheidung. Du bist Einzelkandidat, also das ist jetzt nicht parteilich aufgestellt? Ja, ich bin Einzelkandidat, parteilos. Und darin sehe ich auch eine große Chance. Ich möchte quasi das Bindeglied zwischen Bürger und Stadtverwaltung sein, aber zeitgleich auch Bindeglied zwischen den Parteien oder Fraktionen im Stadtrat. Und ich denke, dass ich da als Parteiloser ganz gute Karten habe und dass das ganz gut klappt. Nun komme ich dann mal, wenn es dann so sein sollte. Du hast ja eine Vorstellung. Was willst du in Weißenfels bewirken? Was liegt dir besonders am Herzen? Es gibt viele Punkte. Wir wollen auch ein paar Mal ansprechen. Aber was liegt dir ganz besonders am Herzen? Also ich kandidiere unter dem Slogan Mein Herz für Weißenfels. Ich möchte wirklich, dass sich unsere Stadt positiv entwickelt. Und vor allen Dingen, ich möchte eine Politik etablieren, die unseren Bürgern auch mal etwas zurückgibt. Wir haben in den letzten Jahren unwahrscheinlich viel geschaffen. Wir haben viele Projekte angeschoben und auch weitere Projekte werden wir zukünftig tun. Und ich möchte beispielsweise, dass wir unsere Bürger stärker einbringen in die ganzen Materien, dass wir unsere Bürger fragen, wo sind die Probleme, was wollt ihr geändert haben? Es ist schwierig, jetzt zu sagen, wie das große Stadtgebiet das und das und das. Dafür sind die Themen in dieser Stadt einfach zu vielseitig. Aber schlussendlich geht es mir darum, dass wir es schaffen, die Generationen, jüngere Generationen, lebensältere Generationen zu vereinen. Das Leben in der Kernstadt, aber auch in den Ortsteilen muss irgendwie vermittelt werden. Ich möchte große Probleme wie dem Ärztemangel, Hausärztemangel angehen. Und schlussendlich geht es auch darum, dass wir die steigenden Lebenshaltungskosten für unsere Bürger etwas senken. Strom- und Gaspreise sind nicht unbedingt billig in letzter Zeit und da werde ich angreifen. Hast du da schon bestimmte Vorstellungen? Selbstverständlich habe ich Vorstellungen, sonst würde ich nicht kandidieren. Ja, nehmen wir mal Thema Sicherheit. Ja. Sicherheit und Ordnung. Es gibt viele Menschen, die fühlen sich in ihrem eigenen Wohnumfeld nicht mehr wohl. Das ist einfach so. Sie sagen mir, da haben wir Müllprobleme. Dort wird in der und der Straße wild rumhergeparkt. Ordnungsamt ist nach vielen Meinungen nicht präsent genug. Ja, schlussendlich haben wir auch ein Drogenproblem, muss man ganz ehrlich ansprechen.
Und da möchte ich ansetzen. Ich bin Polizeibeamter und ich möchte für das gesamte Stadtgebiet, also nicht nur die Kernstadt, auch bewusst auch die Ortsteile, ein Sicherheitskonzept erstellen, das all die Probleme vereint, woraufhin wir dann Aufgaben ableiten können und natürlich auch entsprechende Personalberechnungen machen können. Und das ist nicht nur so ein Allgemeinthema wie Parken oder wie auch immer. Mir geht es darum, dass sich die Menschen, insbesondere auch die älteren Menschen, abends wieder sicher auf die Straße trauen. Und mir geht es auch ganz bewusst darum, dass wir unsere Feuerwehren wieder besser aufstellen. Wir hatten Ende letzten Jahres eine Beratung. Da hatten ganz viele Ortswehrleiter davon berichtet, dass die technische Ausstattung oder die Ausstattung der Dienstgebäude mangelhaft ist und dass sie gewisse Tätigkeiten nur noch schwer umsetzen können. Das sind fast alles Kollegen, Kameradinnen und Kameraden im Ehrenamt. Und das müssen wir entsprechend fordern und fördern. Und da werde ich ansetzen. Mhm. Du hattest was mit dem Strom oder mit den ganzen gesamten Kosten, die jetzt sind. Da musst du ja jetzt an den Leuten auch irgendwo schon was präsentieren können. Deine Vorstellung, ob das dann mit der Umsetzung alles so funktioniert, dafür bist du ja da nicht alleine verantwortlich, weil das wird auch nochmal ein großer Akt. Ne? Ja, Lebenshaltungskosten sind derzeit sehr intensiv. Man geht in den Supermarkt, es wird teuer. Man geht an die Tankstelle, Benzin und Diesel wird immer teurer. Und schlussendlich auch Strom und Gas. Nun bin ich Realist genug und sage, wir können dort nur ansetzen, wo wir auch tatsächlich die Möglichkeit dazu haben. Und da muss ich sagen, wir haben einen eigenen Strom- und Gasversorger. Und ich stelle mir vor, dass wir für die Verbraucherstellen in Weißenfels für unsere Bürger WSF-Tarif anbieten. Ob das nachher so heißt, das wird man sehen. Aber eben im vergünstigten Tarif im Vergleich zu den jetzigen Preisen. So, und das ist zum Beispiel ein Weg, wie man politisch unseren Bürgern etwas zurückgeben kann. Das ist was Konkretes und das betrifft ganz, ganz viele Haushalte, die sich da gerade Sorgen machen. Du hattest es vorhin schon angesprochen, das eine ist ja die Kernstadt, das ist die Stadt Weißenfels, aber es gibt ja die Gemeinden dazu und der ländliche Raum ist ja doch sehr beliebt geworden wieder, aber da gehört auch ein bisschen was dazu, dass das Umfeld im ländlichen Raum auch dementsprechend ist. Und da sind ja momentan noch sehr viele Hürden und vieles, wo man sich sagt, Entscheidungen, die gefällt werden, wo man sich fragt, ist das richtig jetzt, ist das noch normal? Auf der einen Seite möchte man in den ländlichen Raum rein, was ja auch sehr gut ist. Und auf der anderen Seite muss man wieder in die Stadt, weil im ländlichen Raum entweder nichts da ist oder das, was da ist, vielleicht sogar geschlossen wird. Und da ist mir so eine Frage, wo das passt irgendwie doch nicht zum normalen Konzept, was jetzt angestrebt wird mit der neuen Regierung auch. Ich bin der Überzeugung, wir brauchen ein Versorgungskonzept für die ganze Stadt. Kernstadt, einschließlich Ortsteile. Und da muss es darum gehen, wo sind welche Einkaufsmöglichkeiten, wo ist welche medizinische Versorgung vorhanden, wie ist die Mobilfunkabdeckung und. Und das trifft ja genau den Kern für die Ortsteile. Ja. Wenn ich da im Ortsteil wohne, bin vielleicht nicht mehr mobil, habe ich eben ein Problem, zum Arzt zu kommen. Und wenn ich dann vielleicht kein Auto habe, wird es mir noch umso schwerer. Und wenn man so ein Konzept, ähnlich wie bei einem Sicherheitskonzept, dann wieder Aufgaben ableiten kann und gucken, wo die Probleme sind, dann kann ich auch zum Erfolg führen. Das ist verständlich, aber das Ganze ist natürlich eine Umsetzung, auch die natürlich finanzielle Mittel benötigt. Da ist wie das Land, ich wollte mal jetzt gar nicht vom Bund ausgehen, erstmal das Land ist ja das Nächste gefragt, wo die Städte auch ein bisschen mehr vielleicht bezuschusst werden oder ein bisschen mehr Spielraum kriegen, sagen wir es mal vorsichtig, so ausgedrückt. Ja, wenn man sowas vorhat, da wirken immer mehrere Player mit, das ist ganz klar. Und zum Schluss ist es auch eine gemeinschaftliche Aufgabe. Also das wird auch andere Städte so betreffen. Aber man muss es erstmal als Ziel haben. Und wenn man ein Ziel hat, kann man ein Ziel auch verfolgen. Und wenn du sagst finanziell, ja, es muss finanziell gedeckelt sein. Nichts geht ohne Geld heutzutage, das ist nun mal so. Aber wir haben ja
unwahrscheinlich schon viel geschafft in dieser Stadt. Viele Baumaßnahmen sind beendet, ein paar Baumaßnahmen laufen noch und wenn die dann beendet sind und ich denke, die größeren Baumaßnahmen werden wir dann zukünftig nicht mehr haben. Das heißt also, ich schaffe Ressourcen und wenn man dieses Geld dann nutzt, auch in den Ortsteilen zu investieren oder bei unseren Kindern, dann haben wir doch Spielraum. Der ist vielleicht nicht so groß, aber Stück für Stück, steht der Tropfen, hüllt den Stein, dann könnten wir zum Schluss doch das eine oder andere positiv bewirken. Ja, wir sind ja nun eine Generation, oder es ist ja jetzt, es werden ja immer älter, die Menschen. Und du hast es ja vorhin gerade gesagt, auch wenn man jetzt im ländlichen Raum ist, ja, ist es ja auch schwierig für ältere Leute. Man sollte nicht da mehr Auto fahren und dann muss das schon da sein. Und da ist ja gerade für ältere Leute, wobei junge Eltern auch dankbar wären, das Problem der Ärzte, der Ärztemangel. Wie hast du dir da vorgestellt, dem entgegenzuwirken? Ich bin in den letzten Wochen bei mehreren Ärzten gewesen, habe mich mit denen unterhalten. Und die berichteten davon, dass es schwierig ist, neue zu finden. Gleichzeitig muss man feststellen, dass wir zum Beispiel die Hausärzte, wir haben 8 offene Stellen in Weißenfels, einschließlich Ortsteile. Wenn es uns gelingen würde, diese zu besetzen, wäre das Problem, glaube ich, deutlich geringer, als es jetzt ist. Jetzt ist aber die Frage, wie. Ich würde mich gerne mit den Ärzten in Weißenfels zusammensetzen und schauen, was wir als Stadt konkret machen können. Welche Faktoren müssen wir setzen, damit die es schaffen, Ärzte ranzuziehen oder Pflegekräfte? Und da stelle ich mir vor, dass man zum Beispiel sagt, das Parkplatzproblem vor vielen Arztpraxen. Ja? Wo sollen die sich hinstellen? Das betrifft ja natürlich die Patienten genauso. Oder vielleicht, wir brauchen spezielle Anreize. Vielleicht gelingt es uns, dass man ja sagt, alles klar, wenn jetzt ein junger Arzt, eine junge Ärztin kommt, die haben Kinder, dass wir sagen, alles klar, für einen gewissen Zeitraum, für eine gewisse Zeit zahlen wir die Kita-Beiträge. Ja. Oder wenn ein Arzt sagt, er möchte sich hier wohnhaft niederlassen, dann haben wir doch die Wohnungsverwaltung, die Weißenfelser. Da schaffen wir, da sorgen wir dafür, dass ordentlicher Wohnraum angeboten wird. Und das sind so die kleinen Faktoren. Da gibt es garantiert noch ganz viele andere kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und wenn man da so langsam anfängt, so sukzessive, denke ich, dann ist das ein guter Schritt. Denn ich habe letztens gehört, der Ärztemangel, der zieht dann auch immer gleich wieder eine Kette mit hinten dran, sodass die Apotheken schon anfangen. Und dann ist ja klar, wenn der Arzt nicht, dann habe ich kein Rezept. Und wir haben ja auch eine Generation, die doch Ü ist und die mit diesem Internet etc. und dem Krankenschein und dem Rezept ja online, mag ja alles schön sein, aber dann hört es ja irgendwann ja mal auf. Also das ist dann schon eine Schraube, die dann ja weitergeht. Jetzt haben wir dann, wie gesagt, auch junge Mütter oder Eltern, die mit ihrem Kind dann immer erst durch die Gegend fahren müssen. Gerade wollten wir doch ein bisschen das Autofahren einschränken. Ne? Das ist dann die andere Seite. Und dann müssen wir, also dann sind wir gezwungen. Das ist jetzt also Ärzte oder junge Generation und Ältere. Aber es gibt doch die Mitte bzw. die Jugendlichen. Was soll denn in Weißenfels den Jugendlichen mal noch geboten werden? Dass sie auch in der Stadt bleiben und dass dann ja und auch gesättet das Ganze dann ist. Das ist ein großes Problem. Und wenn das nicht gelöst wird, wird es Folgeprobleme geben. Als ich jung war, gab es Jugendclubs. Und vor 15, 20 Jahren hat man angefangen, die sukzessive zu schließen und heute wundert man sich, dass man einen Haufen Probleme hat. Nach meinen Vorstellungen sollten wir ein festes Budget für Jugendliche einführen, um deren Freizeitangebote finanzieren zu können. Jugendclubs sollte es wieder geben, nicht nur in der Kernstadt, auch bewusst in den Ortschaften. Wenn ich mir als Beispiel vorstelle, dass jemand erst von Groß-Gorbeda nach Weißenfels fahren muss, das ist nicht zielführend. Und wenn ich den Faden weiterspinnen kann, es würde mich freuen, wenn die Jugendlichen ihre Projekte selber planen, Verantwortung übernehmen, zumal das ja auch das Geschaffene viel mehr wertschätzt. Ja. Dann möchte ich, dass für Jugendliche
oder für kleine Kinder in den Kitas ein kostenloses Schulessen bzw. Kitaessen angeboten wird. Das ist ja ein Projekt, das steht ja auch im Land schon ganz weit oben. Bloß umsetzen müssen wir es endlich mal. Und das würde ja dann sogar auch die Eltern finanziell entlasten. Aber nicht nur Jugendliche, wir haben ja auch noch die ältere Generation, unsere Senioren. Das ist die größte Gruppe in Weißenfels. Wir brauchen auch für diese Freizeitangebote, die darüber hinaus noch bezahlbar sind. Das muss uns gelingen, dass wir sowas anbieten. Die dürfen wir nicht vergessen. Und die Senioren, die haben ja noch spezielle Bedürfnisse oder Wünsche. Ich sage hier nur das Schlagwort altersgerechter Wohnungsbau. Und schlussendlich komme ich auch wieder auf den Ärztemangel zurück. Ja, wobei sich dann wieder der Kreis eigentlich schließt. Das ist ja richtig. Und wenn man jetzt sieht, in den Pflegeheimen wird tolle Arbeit geleistet. Aber weil du gerade gesagt hast, muss bezahlbar auch alles sein. Das fängt dort schon an, wenn ja das Geld schon mal im Pflegeheim weg ist, egal ob Samtopferdamm oder sonst wo, überall, wo ihr eure Pflegeheime habt, bleibt fürs Private, für den vielleicht Luxus, was kein Luxus ist, denn alte Leute haben auch noch Bedürfnisse, bleibt wenig übrig an Geld. Und da sind die natürlich dankbar oder wären sie natürlich dankbar dafür. Genau. Insbesondere dann, wenn die Rente nicht so üppig ist. Genau so ist es, denn das wäre ja auch so ein Thema, aber da hast du auch dann keinen Einfluss drauf, denn, weil das ist das größte Problem. Das kann man trotzdem mit ansprechen, aber wie gesagt, das ist nicht in der Macht des Oberbürgermeisters, das zu lösen, dass das mit den Renten so nicht funktionieren kann. Menschen, die jetzt in einem sehr hohen Alter sind, da denke ich mir dann immer, die haben den Staat, egal ob Ost oder West, aufgebaut nach dem Krieg und stehen jetzt da und wissen nicht. Die haben ihr Leben lang gearbeitet, genau, haben sich für die Gesellschaft, für die Stadt eingesetzt und stehen nun und stehen oftmals mittellos da und dann haben wir die Probleme. Aber das ist ein gesellschaftliches Problem. Ja. Aber genau das ist ja Aufgabe eines Oberbürgermeisters, das zu erkennen und danach zu handeln, um Lösungen herbeizuführen. Ich komme noch mal zum ländlichen Raum. Der liegt mir eigentlich auch so ein bisschen am Herzen, weil ich finde es toll, wenn Kinder so gerade mit Garten und mit allen sind. Ihr habt ja in Langdorf das Solawi, wo man Kinder da auch ranführen kann. Wichtig ist doch dann auch, wenn du das in diesen ländlichen Raum auch ein bisschen anders strukturieren willst, dass die Ortsbürgermeister und die Bevölkerung auch dazu steht. Ich meine, die müssten ja dann eigentlich auch dankbar sein, dass bei ihnen was geschieht und sie nicht so hinten runterfallen immer, oder? Wenn ich es mal so ein bisschen lax ausdrücken darf. Das ist ganz klar. Ohne die Ortschaftsräte, ohne die Ortsbürgermeister wird es nicht gehen. Die geben uns oder die tragen ja die Informationen ins Rathaus. Aber viel wichtiger sind ja noch die Menschen, die in den Ortsteilen wohnen. Die müssen ja einen Anlaufpunkt haben und sagen, hier, das und das, das sind meine Probleme, die hätte ich gerne gelöst. Probleme müssen ja erstmal bekannt sein, damit man sie überhaupt lösen kann. Und insofern ist es ja, der eigentliche wichtige Punkt ist ja unsere Bevölkerung. An die müssen wir herantreten. Wir brauchen den direkten Draht zur Bevölkerung, damit die uns sagen, das und das möchte ich gerne so und so im Idealfall verändert haben. Und das ist eine Frage der Kommunikation. Es geht ja noch viel weiter. Es geht ja noch viel weiter. Es gibt ja viele Dinge, die zu klären sind. Wir müssen insbesondere der älteren Generation ermöglichen, dass sie viel einfacher gewisse Verwaltungstätigkeiten, wenn das nur Ummelden vom Personalausweis ist, wie sie an die Stadt herantreten können, wie sie das machen. Ich stelle mir da vor, dass wir so eine Art Mobil, Stadtmobil, wie auch immer, in die Ortsteile bewegen. Man könnte ja sagen, Ortsteil XY ist in der und der Woche für 3, 4, 5 Stunden dort und dort. Und dort können Sie zu uns kommen und Ihre Belange melden. Das wäre doch mal eine schöne Geschichte. Dass nicht die Menschen in die Stadt kommen, um etwas zu melden, wie zum Beispiel beim Einwohnermeldeamt, sondern dass das Einwohnermeldeamt, wenn man es mal so will, sprichwörtlich rausfährt an die Basis, gut den Menschen geht. Und das ist eine bürgernahe Politik, zumindest in meinen Augen. Ja, denn man sieht, wenn man so, oder gerade wenn wir so rumkommen, gerade in diesen Ortsteilen, die Burgwerben, da passiert so viel, gerade beim Rittergut, ne, ist es doch. Mit Sicherheit, und macht das dann auch mal Spaß, auch mal als Nicht-Weißenfelser, sich das mal anzuschauen, und man sieht, wie engagiert die Menschen auch auf diesen
sage ich jetzt mal, Dörfern, ja, auf denen diesen Dörfern sind. Und was die machen und was die leisten, die fallen immer irgendwo. Wenn wir die Menschen, die im Ehrenamt tätig sind und unsere Vereine nicht hätten, dann hätte Weißenfels ein riesengroßes Problem. Ja, das ist quasi die pulsierende Ader in unserer Stadt, wenn man es mal so will. Und wir sind auf die Leute wirklich angewiesen. Das ist der kleine Sportverein, das sind historische Vereine, Kunst, Kultur, da ist ja alles drin und das ist auch sehr vielseitig. Und schlussendlich kommt ja auch von diesen Vereinen, von diesen ehrenamttätigen Menschen viele, viele Ideen, die umgesetzt werden können. Man braucht doch erstmal eine Idee, damit man es in die Entwicklung bringen kann. Ja, was, wenn ich es nicht weiß. Ja, und viele Menschen haben doch viel mehr Ideen und das kann man doch nutzen. Du hast viel, hast einen großen Berg vor dir. Ich hätte noch viel mehr. Innenstadtbelebung ist auch ein schönes Thema. Ja, natürlich, das sind wir ja wieder bei den Händlern, beim Leben in der Stadt. Genau. Ja, bloß wie willst du die herziehen? Ne? Also brauchst du die Leute. Du musst die Bevölkerung, dass sie wieder hier in ihren Städten, wir hatten es ja schon mal. Es war schon mal ein Stadtsterben. Genau, wir hatten auch DDR-Zeiten eine sehr schön belebte Innenstadt, muss man sagen. Die Frage ist, wie kommt man da wieder hin? Ja. Wenn ich mir mal schaue, wie die Ist-Situation ist. Da kommt jemand in die Stadt, stellt sein Auto ab, zahlt seine Parkgebühren und läuft dann in die Stadt, um einzukaufen. Ja. Und dann geht er wieder zurück nach Hause. Mhm. Im Gegensatz dazu haben wir unsere Einkaufszentren am Stadtrand. Dann fährt man hin, kurze Wege, keine Parkkosten und zurück. Und das wäre auch der erste Punkt, wo man in der Innenstadt ansetzen könnte, an den Parkgebühren. Dann als zweites denke ich, wir sollten die Innenstadt oder das Einkaufsverhalten in der Innenstadt dahingehend beeinflussen, indem wir sagen, wir gehen weg vom Einkaufserlebnis hin zum Aufenthaltserlebnis. Ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, unsere Innenstadt dahingehend zu beleben, dass wir sagen, wir bringen ein bisschen Leben in die Bude. Sagen, hier, Musik, Vereine, Kunst, Kultur, dass man sowas zentriert in die Innenstadt. Dann kommen die Leute, um etwas zu erleben. Nebenbei geht man noch in die Läden rein. Das heißt also, die Wirtschaft würde davon auch profitieren und die leerstehenden Gewerberäume würden vielleicht vermietet werden. Und so wären wir schon gleich beim dritten Punkt. Das ist auch so eine Sache. Ich habe mich mit dem einen oder anderen Gewerbetreibenden in der Innenstadt unterhalten. Und die haben ja klipp und klar vermittelt, die Zeit ist gerade etwas schwierig. Jetzt großartig Investitionen zu tätigen, das Risiko ist zu groß. Vielleicht müssen wir wirklich mal völlig neue Wege wagen und sagen, alles klar, wir geben zumindest für einen gewissen Zeitraum so eine Art Mietbürgschaft. Ob man das nachher so nennt, aber so in die Richtung, dass man sagt, alles klar, dass das Geschäftsrisiko des Gewerbetreibenden etwas zu lindern und wenn es zum Erfolg führt, dann soll es so sein. Schlussendlich schafft das auch Arbeitsplätze. Das ist natürlich richtig, da gebe ich dir vollkommen recht, aber der Stadtsektor muss auch so gut gefüllt sein, dass man das auch alles umsetzen kann. Oder man sollte es vielleicht dort einsetzen, das Säckel oder das Geld, was da drin ist, wo Sinn genau macht. Du hast einen großen Berg vor dir. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, also Hut ab. Ja, dann kann ich eigentlich dir nur alles, alles Gute wünschen. Das sind auch deine Träume. Es sind ja Träume. Man muss ja mal träumen, sonst hat es ja wahrscheinlich auch keinen Sinn. Dass du die verwirklichen kannst, dass du schön gesund bleibst. Und Ihnen, liebe Zuschauer, sage ich noch, wenn Sie mehr über Veit Richter erfahren wollen, dann schauen Sie ganz einfach unter www.weißenfels-welt.de nach. Machen Sie es gut und ihr, danke ich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Gerne.